In Python gibt es verschiedene Arten von Listen. Diese Standardliste mit den eckigen Klammern, wo dann die einzelnen Elemente einfach drinstehen. Jetzt gibt es aber noch eine etwas andere Liste, die für viele Dinge sehr nützlich und hilfreich ist. Und diese Liste nennt man Dictionaries. Und die sieht wie folgt aus. Zunächst gebe ich dir auch mal oder definiere ich eine Variable und dann wird diese Dictionary List, also dieser Variable, zugeordnet. Die Liste wird jetzt gekennzeichnet durch geschweifte Klammern. Und ich mache hier gleich mal ein Leerzeichen rein, um die Liste etwas übersichtlicher zu strukturieren. Jetzt bekommt diese Liste Elemente und als erstes bekommt sie einen Key, einen Schlüssel, einen Namen. Und ich nenne es hier einfach mal gerade Name. Das ist ein String. Wie zu sehen ist, das muss auch einer sein. Und dann kommt danach ein Doppelpunkt und dann kann hier beispielsweise eine Liste stehen. Eine normale Liste mit diesen eckigen Klammern. Zum Beispiel von Namen. Also nehmen wir mal Dominik, Claudia, Chantal und dann noch einen letzten Namen, Marc. Und damit wäre der Eintrag fertig. Das hier ist jetzt ein Eintrag. Also zu diesem Eintrag gehören zwei Dinge, dieser Schlüssel hier, dieser Key und dann den Wert. Wobei der Wert selbst auch wieder eine Liste sein kann. Kann auch ein Einzelwert sein. Wenn ich jetzt ein zweites Element hinzufüge, mache ich ein Komma, das ist wichtig. Und dann schreibe ich hin beispielsweise Height. Also die Größe dieser Person. Und dann mache ich wieder diese Liste, zum Beispiel 190. Sehr große Claudia mit 192, eine etwas auch sehr große, glaube ich, Chantal und Marc mit 181. Und dann kann man hier vielleicht im Müll noch hinschreiben in Zentimetern, damit es auch klar ist. Und das ist jetzt diese Liste hier. Wenn ich das ausführe, wie üblich passiert nichts, weil ich jetzt hier nur eine Zuordnung mache, dieser Liste zu dieser Dict1-Variablen. Erst wenn ich dann das hier aufrufe, Dict1, bekomme ich diese Liste hier ausgegeben. Und sehr viele Listen oder sehr viele Daten, die man sich runterzieht aus von der Online-Datenbank, sind in einem solchen Dictionary-Format oder einem ähnlichen Format. Oftmals heißt es sowas wie JSON, also das ist geschrieben als JSON, aber da gibt es noch jede mögliche andere. Was wir jetzt machen, damit wir das hier, oder die erste Sache, die ich hier erwähnen sollte, das Ganze kommt jetzt vielleicht ein bisschen bekannt vor. Denn das hier sieht im Grunde genommen nicht anders aus als eine Series, also eine Spalte bei Pandas, bei einem Data Frame. Dann wäre das hier der Titel, also der Kategoriename. Der Kategoriename muss ja auch mal ein String sein, der Kategoriename kann ja keine Variable sein. Und dann kommen hier die Werte, die dann in dieser einen Spalte stehen, also in dieser Series. Und dann kommt hier die nächste Spalte, Spaltenname, Kategoriename und hier dann die Werte, die in dieser Spalte stehen. Und da das so ist, lässt sich daraus auch sehr leicht ein Data Frame machen. Deshalb importiere ich hier einmal Pandas. Würde man natürlich zuerst ganz am Anfang machen. Dann habe ich Pandas importiert und dann mache ich daraus ein Data Frame. PD und dann ist der Name hier Data Frame. Dann wird daraus ein Data Frame gemacht aus Dict 1. Und dann führe ich das aus und dann kommt genau das raus, was wir erwarten würden, ein Pandas Data Frame. Und natürlich können wir den jetzt so bearbeiten, wie wir diesen Data Frame immer bearbeiten. Also wie wir daraus Elemente extrahieren, wie wir alle möglichen anderen Manipulationen machen und so weiter. Jetzt kann man aber dieses Dictionary noch etwas stärker verschachteln. Und dafür will ich jetzt ein zweites Beispiel machen. Deshalb nenne ich das dann auch Dict 2 ist gleich, wieder geschweifte Klammern, damit es übersichtlicher wird, mache ich das wieder nach unten. Und dann übernehme ich hier mal die ersten zwei Einträge, also den Namen und die Größe. Jetzt könnte ich aber vielleicht nicht nur die Größe haben, sondern noch weitere Körpermaße oder sowas. Und deshalb möchte ich hier
dass Hyde Teil eines Eintrags wird, in dem mehrere Körpermaße drinstehen. Deshalb kopiere ich das mal kurz raus, ne, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und der zweite Eintrag soll jetzt heißen, nicht Hyde, sondern Body Parameters. So, Doppelpunkt. Und jetzt kommen hier die Werte. Und hier soll jetzt eine neue Liste rein, ein neuer Dictionary rein mit mehreren Einträgen. Und der erste Eintrag ist eben die Höhe. Ja, das ist genau dieser gleiche Eintrag, der hier oben drin steht. In dem, ich kann es auch mal ein bisschen größer machen vielleicht, der hier oben in dem drin steht, der ist jetzt hier unten mit der Höhe. Und das ist der erste Eintrag in dieser Liste. Dann mache ich noch einen zweiten. Das soll das Gewicht sein, Weight. Und das soll mal sein, sind wir ein bisschen gnädig, 94, 92, 71 und der Mark hat zu viel gegessen, er riecht 105. Und dann hat man hier jetzt wieder diese vier Einträge. Das ist das zweite Element dieser Body Parameters List. Jetzt das Interessante ist auch, diese Einträge, die müssen nicht alle gleich lang sein. Ist nicht so, weil hier vier sind, vier Namen, muss es auch vier Größen geben, macht natürlich Sinn, und viermal Gewicht, sondern ich könnte auch einen weiteren Eintrag haben mit einer anderen Länge. Zum Beispiel hier High Color. Und jetzt sollen hier die, ich mache es vielleicht ein bisschen kleiner wieder, dann passt es hier in eine Zeile, hoffe ich. Und jetzt soll die sein, die Augenfarben Blue, Green und Brown. Ganz klassisch. So, jetzt sind, merkt man natürlich schon, jetzt sind diese Augenfarben nicht unbedingt Personen zugeordnet, weil diese, ups, ich muss es natürlich als Liste machen, weil die ja nur drei Elemente hat. Ja, also was das bedeutet, ist nur, das sind nur Einträge hier, die müssen aber nicht notwendigerweise miteinander in Zusammenhang stehen. Man kann sich doch vorstellen, wie eine einfache Tabelle, für mich ist eine Excel-Tabelle, wo das eben der Kategoriennamen ist, das hier ist in den Spalten, das sind die einzelnen Einträge und dann fehlt halt mal irgendein Eintrag oder sowas. Also das ist auch kein Problem. Jetzt führe ich das Ganze mal aus. Und jetzt mal die Frage, wie greift man darauf zu? Hatte ich ja hier oben schon ein bisschen gesagt. Mit diesen, oder beziehungsweise man kann mit Pandas darauf zugreifen. Das macht natürlich besonders viel Sinn, das einfach in eine Pandas Data Frame umzuwandeln. Wenn man es aber nicht will, lässt sich sehr einfach über diese Part-Befehle hier drauf zugreifen. Die sind auch mit diesen eckigen Klammern. Zum Beispiel will ich hier Body Parameters haben. Und ich nehme zuerst mal den Namen Name. Wenn ich das mache, kriege ich zuerst noch einen Fehler bei dem Ganzen, weil hier nicht dick 2 steht und dann bekomme ich den Namen. Wenn ich jetzt nur Claudia haben will, dann schreibe ich noch hin 1, fängt dabei 0 an, dann ist 1 Claudia, schreibe ich das hin und dann bekomme ich hier Claudia. Und wenn ich hier vorne jetzt Body Parameters mache, Parameters, und dann möchte ich das erste Element hier haben. Und als erstes Element wäre 0 und dann müsste ich jetzt die Höhen bekommen, ja, weil Body Parameters ist das hier das erste Element. Also soll ich die ganze Liste der, nicht der Höhen, sondern der Größen bekommen. Body Parameters, habe ich jetzt einen Tippfehler gemacht. Ich kopiere das mal. Ach so. Selbst wird hier kann ich nicht eine 0 hinschreiben, sondern ich muss hier den Namen hinschreiben. Also hier muss hin Height. Und dann kommt die Größe raus und jetzt innerhalb von Height kann ich jetzt einzelne Elemente nehmen. Ich greife hier ja nicht auf eine Liste zu, sondern auf ein Dictionary und deshalb muss ich aus dem Dictionary den Namen nehmen. Und jetzt kann ich 0 machen und dann bekomme ich zum Beispiel einzelne Elemente hier raus, also das wäre dann hier meine Größe oder wenn ich dann hier eingebe Weight und 2 bekomme ich das Gewicht von Chantal und so weiter. Und natürlich, wenn ich Eye Color mache, da geht's jetzt, könnte ich jetzt keine 3 machen, weil da kein Eintrag ist, dann bekomme ich einen Fehler. Aber ich kann 0 machen und bekomme dann blau raus. Also, so funktioniert das. Wie gesagt, ich lasse den Fehler jetzt einfach mal drin, weil es auch zeigt, dass ich vor allem auch
permanent irgendwelche Fehler mache oder Sachen übersehe und dass man da wirklich hier drauf achten muss. Dann noch als letztes ein dritter Dictionary. Und nur um zu zeigen, es müssen hier keine einzelnen, es müssen immer keine Listen sein. Ich kann auch hier zum Beispiel schreiben Animal und dann Cat. Nur als einzelner Eintrag, Komma, das ist natürlich wichtig, sonst gibt es ein Problem. Name, Furball, Komma. Dann kann ich das nächste machen, schreibe mal hin, vaccinated, Doppelpunkt, yes, born, 2018, und legs, 4. So, was hier mal wichtig ist zu sehen ist, man kann auch als Einträge haben, das haben wir oben schon gesehen, also man kann hier Strings haben als Eintrag, man kann hier Zahlen haben als Eintrag und so weiter. Wie gesagt, das sind immer Spalten, wo das hier in Zeilen steht, an sich sind Spalten, das hatten wir hier oben gesehen. Bei diesem, ich mache es noch ein bisschen größer, bei diesem Data Frame, der Name hier gibt dann genau diese Spalte, die Größe gibt dann genau diese Spalte und so weiter. Und es können natürlich auch einzelne Einträge sein. Dann hätte man hier nur einen einzelnen Datensatz, also das sind die Kategoriennamen und das hier wären dann die Spalten. So, wenn ich das jetzt aber ausführe, also das stünde in den einzelnen Spalten, in der ersten Spalte Cat, dann Furball, yes, und es können Strings sein, es können Zahlen sein. Das ist wie ein Probennamen oder und dann ein Wert von einer Siliziumkonzentration oder ähnliches. Wenn ich das aber ausführe, bekomme ich einen Fehler. Und ich hoffe, es ist schon klar, warum. Eigentlich bekomme ich zwei Fehler, wenn ich genau hingucke. Einer hier. Und hier wird schon mal ein bisschen ein Hinweis gegeben, wo der Fehler vielleicht liegt. Nämlich vor Legs. Und da fehlt ein Komma. Mache ich das Komma, dann bekomme ich den zweiten Fehler. Hier steht dann Vaccinated Not Defined, weil diese Variable nicht definiert ist. Aber ein Kategoriename kann ja keine Variable sein. Das macht ja keinen Sinn. Ich kann nicht als in der Überschrift eine Zahl hinschreiben. Also in einer Excel-Tabelle kann ich hier oben eine Zahl hinschreiben. Das würde keinen Sinn machen. Das heißt, das hier muss ein String sein und dann funktioniert auch alles. Und das sind Dictionaries in Python. Und wie gesagt, diese Art Format gibt es in sehr vielen wird sehr weit verbreitet in verschiedenen Kontexten verwendet.